Ja, die Speicherkapazität war kurz abgewürgt, egal. Part Nummer 2. Ja, Zionskirche hier. Dietrich Bonhoeffer. Hieß doch der gute Mann. Friedensbewegung. Und hier ist übrigens auch der Bär mit Stein gemeißelt. Und es ist halt wirklich in Berlin. Es ist halt wirklich schon eine Sache, ne? Also, du hast hier auf der einen Seite hast du hier einen Haufen Geschichte. Auf der anderen Seite hast du hier eine kollektive, fast schon zum Greifen spürende Depression von allen Leuten. Also, irgendwie jeder ist abgefuckt. Jeder ist irgendwie abgefuckt. Und komme ja nicht so blöd, sonst kommt er mit der Berliner Schnauze und so. Und ich habe jetzt auch mal alle mal ein bisschen beobachtet und letztes Jahr war das ja alles noch irgendwie alles ganz cool so. Aber man muss schon sagen, die Stadt hat ja auch auf jeden Fall einen dicken Dachschaden. Ja, auf jeden Fall einen dicken Dachschaden. Aber das macht auch diese Brisanz aus. Eine Suppe ist ja auch dann schmackhaft erst, wenn sie ein bisschen gesalzt und gepfeffert ist. Das macht ja die Würze aus hier. Das ist ja keine Otto-Normalstadt, das ist wirklich eine Stadt, wo viel, viel Explosionsgefahr ist. Auch in Hinblick auf die Geschichte. Und ich spaziere jetzt noch ein bisschen durch den Prenzlauer Berg hier. Und hinter der kann man noch die Zionskirche, die ist übrigens in Trensidi aus wie Hund. Also da kann man auch spenden, wen der Name Zion nicht abschreckt. Zion, Zionisten, Zionismus. Ist ja auch alles scheiße. 49 Euro Ticket, ich bilde mich weiter. Ich schau mal, was ich noch nicht gesehen habe. Hin bis spazieren und versuchen ein bisschen Abstand von diesen ganzen Ketamin-Opfern hier zu machen. Wir sehen uns.